Hallo zusammen. Wir haben ein neues Video für euch gemacht. Gebt ihm gleich einen Daumen hoch, ihr werdet es sicher nicht bereuen. Wäre das Pferd nur ein paar Zentimeter tiefer gesprungen, wäre es der teuerste Sprung im Leben dieses Mannes geworden. Wenn man nach den Feiertagen wieder ins Fitnessstudio kommt und es versucht, sein normales Gewicht zu stemmen. Denke Thailand! Kumpel, bei so viel Ungeziefer kann ein Sprühmittel nur helfen, wenn man ein Feuerzeug vor die Spraydose hält. So in etwa sieht man aus, wenn man bei der Arbeit an einem Projekt ein ganzes Team auf seinen Schultern trägt. Früher oder später passiert so etwas jeder Katze, die regelmäßig Baldrian nimmt. Viele Dinge sehen in Zeitlupe cooler aus, insbesondere ein Flug mit schallnaher Geschwindigkeit. Jetzt wissen wir Bescheid, wer über die ganzen Feiertage hinweg trainiert hat. Und bei der Gelegenheit gleich auch ein paar überflüssige Wirbel losgeworden ist. Habt ihr auch einen angespannteren Gesichtsausdruck beim Laufen als dieser Bursche, der gerade ein Rückwärtssalto macht? Eine Menge Männer mit Helmen und Handys in den Händen sind ein sicheres Zeichen dafür, dass gleich etwas Episches passieren muss. Okay. Viele Paare wünschen sich eine originelle Hochzeit, die lange in Erinnerung bleiben würde. Da bietet sich eine Unterwassertrauung geradezu an. Auf Mauritius haben alle interessierten Bräute und Bräutigame die Möglichkeit, ihre Ringe unter Wasser auszutauschen. Wer wagt es jetzt zu sagen, dass man im Sport keine Intelligenz braucht? Der Fahrer dieses Busses hat definitiv das Zeug zu einem neuen Marvel-Superschurken. Dass Kängurus ziemlich gute Boxer sind, wisst ihr ganz sicher.
Aber wusstet ihr, dass sie auch ausgezeichnete Schwimmer sind? Wer jeden Tag im warmen Ozean baden kann, ist echt zu beneiden, stimmt's? Nun könnt ihr euren Psychotherapeuten endlich davon überzeugen, dass es Katzenspione gibt. Dürfen wir vorstellen, das ist Ivan Black und er beweist, dass mathematische Berechnungen und Geometrie nicht immer langweilig sind. Er kreiert kinetische Skulpturen, die beim Betrachten einen fesselnden Eindruck hinterlassen. Keine Ahnung, wie gut diese Frau Auto fährt, aber das, was sie im Cockpit dieser Maschine zelebriert, ist echt unglaublich. Es tut fast weh zu sehen, wie der Mann diese Skier zu Schrott fährt. Jede Wette, er hat sie sich ausgeliehen. Job. Ready? Okay, go. Good boy. Up. Go dunk it. Go, 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 go. Good boy. Up. Go dunk it. Good boy, my. Okay, get the ball. Go, 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 get the ball. Good job. Come here. Good boy. Come on, come on, come. Ready? Up. Good boy. Up. Go, go, go. Go over there. Go, go, go. Spin, 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 spin. Yeah, spin. Dunk it, dunk it, dunk it, dunk it, dunk it. Good job, my. Good boy. Glaubt ihr, das Kerlchen wäre ein Anfänger? Von wegen. Er hat schon ein paar beeindruckende Dunks auf NBA-Spielfeldern gemacht. Genauso fühlt sich ein Mann, nachdem er ein paar Holzscheitel fürs Lagerfeuer gehackt hat. Der nachfolgende Trick könnte euch vor einem Haiangriff retten. Sagt inzwischen einfach, dass sie gerade an einem gratis Fotoshooting teilnehmen würden.
So mussten sich die Menschen im Vor-Internet-Zeitalter die Zeit vertreiben. Während es euch schon beim Aufstehen vom Sofa dunkel vor den Augen wird, macht dieser 55-jährige New Yorker das hier. Wir haben langsam das Gefühl, dass solche Vogelformationen bloß Computeranimation wären. Hat jemand von euch jemals Stare live so tanzen sehen? Wir warten auch auf einen neuen Film über Superman mit so einem Helfer. Dieses Pärchen beschloss, eine populäre Szene nachzustellen, die in vielen Filmen vorkommt, und zwar unter Wasser. Das Ergebnis hat sogar das Original übertroffen. Alles in Ordnung. In den Augen eines russischen Autofahrers ist so etwas nur ein geringfügiger Defekt. Das Geheimnis dieses Dunks ist einfach. Bei diesem Spielfeld handelt es sich nämlich um ein einziges riesiges Trampolin. Und wenn sogar die Laien da so rumspringen, könnt ihr euch denken, wie Profis wie Curry oder James hier fliegen würden. Das nur für den Fall, wenn ihr nicht wusstet, womit ihr euch bei einem Sprung aus mehreren Kilometern Höhe beschäftigen könntet. Kaum jemand wird ein glücklicheres Jahr gehabt haben als diese zwei Adoptivmütter. Um zu euch und zu uns zu kommen, musste der Weihnachtsmann sich selbst eine Mitfahrgelegenheit organisieren und sich durch verrußte Schornsteine zwängen. In der Schweiz dagegen hat man für ihn eine Seilbahn gebaut. Das war's für heute, liebe Freunde. Hoffentlich habt ihr euch gut amüsiert. Bis bald!